As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und da sind wir auch schon wieder zu einer neuen Folge hier auf Game Inc., der mittlerweile 13. Mein Name ist Martin und wir gehen unseren Weg weiter in durchgenudelt Mark of the Ninja. Doch zuvor werfen wir einen kurzen Blick auf unsere Ziele. Das habe ich nämlich tatsächlich in der letzten Folge vergessen. Wir wollen ja hier nichts verpassen. Auf die Vergangenheit blicke ich in dieser Sache mal nicht zurück. Also, schockiere eine Wache, indem du eine andere an einem Haltepunkt erhängst. Okay? Erreiche das Ende, ohne irgendeine Lampe zu zerbrechen. Das Gegenteil von der, ich glaube, vorletzten Mission. Töte Kelly, ohne Alarm auszulösen. Okay, ich weiß noch nicht, wer Kelly ist. Keine Lampe zerbrechen. Ich hoffe, ich denke dran. Und die Sache mit den zwei Wachen. Wie war das? Eine schockieren, indem ich eine andere erhänge. Ich hoffe, das läuft erfolgreicher ab als die Sache mit den Stachelminen. Was ist eigentlich unser Repertoire an Ausrüstung? Zwei Stachelminen. Gratuliere. Schauen wir uns mal an, was uns hier erwartet. Okay, Schicksalsraum. Ein Schild schützt auf einer Seite immer nur einen Mann. Das ist eine weise Erkenntnis. Upsala. Falsche Tastatur. Bedienung, die ich hier gerade an den Tag gelegt habe. Was haben wir hier? Okay, was ist da passiert? Ah, okay, da geht's auf. Okay. Ja, ich möchte ziehen. Ah, ich muss gedrückt halten. Muss ich gedrückt halten oder wie? Ja. Jetzt komme ich natürlich nicht dorthin. Sage mal, warum drücke ich denn ständig die Leertaste zum Springen? Das ist doch V. Okay, alles klar. Dann gehen wir... Ah, okay, ich komme hier entlang. Hier oben entlang klettern. Ich sehe ja als diese Haltepunkte hier oben nicht. Ich meine, die sind auch ziemlich undurchsichtig dargestellt. Bringt mich aber nicht weiter. Ich komme da nicht voran. Gehen wir den anderen Weg. Okay, also schnell rüberspringen wird wohl nicht drin sein. Würde mir wohl auch nichts bringen. Ich könnte den ja hier runterschieben. Was würde mir das bringen? Ich weiß es nicht. Er würde den hier blockieren, aber ich komme ja nicht mal dorthin. Ah, da haben wir einen Schalter. Da haben wir offenbar auch einen. Und hier haben wir einen Stromkasten. Ich würde gerne wissen, welche Laserstrahlen von diesem Stromkasten gespeist werden. Da könnte ich es vielleicht doch versuchen, hier mal runterzuspringen. Ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist. Noch während die öffnen. Nein, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob wenn ich hier jetzt einen Fehler mache, etwa diesen Klotz hier unterschiebe, ob ich dann nochmal eine Möglichkeit habe, das hier anzugehen. Ach gut, okay. Thema hat sich erledigt, kann ich ja gar nicht. Ja. Was haben wir im Inventar? Im Inventar ist keine Rauchbombe. Das macht die Sache nicht leichter. Bringt es uns was, wenn wir die Lichter ausmachen? Sieh an.
den habe ich doch übersehen. Okay, jetzt ist es offensichtlich. Du willst da nicht runter. Du willst da nicht runter. Ich sehe es ein, aber du musst. Ach Gott, hey. Passt du da hinten durch? Nein. Aber ich kann mich ja draufstellen. Fällt mir gerade auf. Hey. Wie das wohl wäre, wenn ich ihn hier halb draufstelle. Ob der dann schräg runterfällt? Das riskiere ich doch jetzt mal, das interessiert mich. Nein, tut er nicht. Dann wäre ja das Gameplay futsch. Dann könnte ich ja den Klotz nicht mehr schieben, noch greifen, noch ziehen. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt hier genau den gleichen Weg, nur eine Etage weiter. Okay, jetzt stelle dich geschickt an. Sehr gut. Haben wir den ausgeschaltet und den angeschaltet. Runter. Und schieben. Ich nehme an, ich muss dich auf den Knopf stellen, denn das kann ich jetzt nicht mehr machen. Okay, jetzt ist die Frage, wie ich dich hier aufkriege. Bisher habe ich das noch nicht rausfinden können. Ich würde tippen über den hier. Da das hier ein Schalter ist, kann ich das natürlich rückgängig machen. Komme ich da hoch? Ja. Dann machen wir das mal rückgängig. Dann können wir nämlich einmal oben rum. Ja, hier ist ein eher intuitives Vorgehen nötig. Man tastet sich immer mehr heran. Okay. Jetzt komme ich da natürlich runter, ist klar. Die Frage ist nur, warum ich es nicht mache. Ich habe jedes Mal Sorge. Ich hab's gerade gedacht und gesagt. Ich habe jedes Mal Sorge, dass er da reinfällt. Oder auch einfach runterfällt. Ach, so ein Mist. Oh, hey, Leute. Das ist jetzt echt ärgerlich. Ich habe ja schon einmal erwähnt, dass ein Gamepad für dieses Spiel empfohlen wird. Ich wollte es auch gerne mit Gamepad probieren, nur dieses steht mir zurzeit wirklich nicht zur Verfügung. Muss ich mich hier mit der Tastatur begnügen? Wie bin ich denn da jetzt genau vorhin vorangegangen? Dich hier. Können wir eigentlich schon den Schalter umlegen, wenn wir hier sind? Weil hier hat es ja jetzt einwandfrei funktioniert. Nein. Oh, dass ich diese Gedankenfehler immer wieder habe. Ich sage ja, intuitives Vorgehen. Ich merke mir fast den Weg, den ich hier gerade beschreite. Teilweise gar nicht. Weil ich ihn mir im Vorhinein nicht wirklich ausmalen kann. Da ich im Vorhinein auch nicht wirklich abzuschätzen weiß, was dieses Gerät hier verursacht, was dieser Schalter hier verursacht. Bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass hier auch ein Schalter ist, oder habe ich den entdeckt? Letztlich wüsste ich auch nicht, was er verursacht, oder dieser Generator hier. Das erfährt man ja immer erst im Nachhinein. So, Moment, wie war das?
Genau, dich da drauf stellen. Und dann den ganzen Weg zurück. In der Hoffnung, dass ich diesmal nicht runterfalle. Leute, wenn ich nochmal runterfalle, was mache ich dann? Ich stelle mich nicht gerade geschickt an im Moment. Eigentlich hatte ich gerade vor, dorthin zu springen. Die Lage sieht ernst aus. So, wir nähern uns der gefährlichen Stufe. Ah, okay, ich kann mich hier gar nicht dranhängen. Verstehe, verstehe. Ich dachte, ich konnte mich hier... Meine Güte, ich dachte, ich könnte mich hier dranhängen, aber das ist ja nicht der Fall. Okay, dann war das sogar ein eigentlich offensichtlich zu vermeidbarer Fehler von mir. Alles klar. Nun ja. Ich will mich hier nicht rausreden. Ich gestehe es ein. Auch wenn diese Flächen hier oben nicht wirklich, naja, auf den ersten Blick zu sehen sind. Was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Denn hier sehe ich sie besser als hier, wo ich im Grunde direkt... Guckt euch die Entfernung an. Ich muss nur kurz hochspringen. Und ich sehe sie sogar, wenn ich dranhänge, nicht. Das ist leicht irritierend. Wenn auch nur leicht. So. Okay, der ist auf den Knopf gefallen. Ich habe mich schon gewundert, warum die jetzt wieder aufgeht. Und jetzt ist natürlich klar, wie zu verfahren ist. Jetzt klappt das nämlich auch. Ja. Die Hinweise, die hier so gegeben werden, etwa das mit dem Schild, das ist ja eigentlich ganz schön verpackt. Eieiei. Okay, ich muss ihn nicht bis ganz rüber schieben, das ist ja sehr angenehm. Und glücklicherweise muss ich den Weg auch nicht zurück. Ein Tastendruck reicht aus. Wie man sieht. Ah, man stelle sich vor, ich müsste den Weg zurück und wäre dabei drauf. A bamboo stalk bends beneath a foot that's in flight from a crimson pool. Einem blutroten Pool. Pool. Da hätte ich jetzt aber mit einem Teich gerechnet oder sowas. So, wie sah die Sachlage hier aus? Verschaffen wir uns einen Überblick. Da oben rennt einer rum. Der sollte uns nicht sehen. Und ich darf keine Lampen kaputt machen. Okay, das war offenbar ein Nebenquest. Der zählt da anscheinend nicht. Zumal ich die Lampen da unbegründetermaßen kaputt gemacht habe. Okay, da oben scheinen Sensoren zu sein. Und gefährliche Gerätschaften. Und damit meine ich das hier, nicht den Typen. Damit wir uns da nicht missverstehen. So, lugen wir doch einmal hervor. Okay. Ja, das ist problematisch. Da komme ich natürlich nicht durch. An der Decke kann ich mich auch nicht entlanghangeln. Das heißt, ich muss den entweder erledigen oder mich hinter den herschleichen. Keine Lampen zerstören. Keine Lampen zerstören. Was klickt denn da so? Was geht denn da an und aus? Ich dachte, das wäre der Sensor. Der beeinflusst den Sensor nicht. Wie soll ich denn da durchkommen? Übersehe ich gerade was?
bezweifle, dass ich zurück muss. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Es gibt nur diesen einen Weg. Ich weiß gerade nicht, wie ich durch diesen Bereich des Sensors komme. Und irgendwas klickt hier. Ist das von da oben? Machen wir halt mal das, was wir können. Okay, jetzt hat der das natürlich mitgekriegt. Alles klar. Wir müssen nicht überreagieren. Es ist hell genug. Und doch bleibt die Frage, wie ich da durchkomme. Hat er mich jetzt entdeckt oder geht er dorthin? Es ist eindeutig hier irgendetwas. Ich wundere mich nur, dass der Sensor nicht ausgeht wie diese roten Lichter. Das ist mir nicht begreiflich. Das geht mir nicht in den Kopf. Jetzt hoffe ich, dass er natürlich nicht seine Route irgendwie ändert und ich ihn hier doch noch kriegen kann. Das ist echt ärgerlich. Na komm. Ist korrekt. Wo ist Marge Simpson, wenn man sie braucht? Jetzt will sie mir erzählen, dass sie nochmal dorthin gehst. Oh. Ich überlege schon, ob ich es darauf ankommen lasse und einfach durchgehe. Ist das jetzt gerade eine miese Situation? Bewegst du dich auch mal? Ja, willst du noch ein drittes Mal hinten hingehen? Guck mal, hier ist jemand. Kriegst du das nicht mit? Genau. Und jetzt hoffentlich funktioniert das, was ich vorhabe. Okay, er ist zu weit weg. Er ist zu weit weg. Er muss mindestens hier vorkommen. Oh. Es tut mir leid für die Warterei. Es tut mir leid. Komm. Und wenn es nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Umgedreht, umgedreht. Es funktioniert nicht. Oh Junge, willst du mich hier gerade veräppeln? Aber nicht ich habe die Lichter kaputt gemacht, nein. Ist es vorbei? Habe ich versagt? Also Leute, ich hätte nicht gewusst, wie ich da jetzt durchkomme. Vielleicht habe ich einen Schalter übersehen, ich weiß es nicht. Okay. Ja, noch keine Gegner entdeckt.
Werfen wir einen kurzen Blick. Hier ist er. Da kommen wir her. Oder? Nein, da kommen wir her. Da können wir lang und da können wir lang. Da ist ein Checkpoint, den wollen wir doch nutzen. We're cut off. We'll have to find another way to get to Karajan. Von Karajan ab, bevor er kommen kann, entkommen kann. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ach, da ist ja eine Treppe. Oh. Nein, 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 nein. Go check that out, will you? Ich hoffe, du bleibst da nicht stehen. Boah, das regt mich aber echt gerade übelst auf. Übelst. Hol ich dich jetzt. Glücklicherweise hat es nur einer entdeckt. Ich dachte, es wären schon alle. Wobei der hier mir etwas suspekt erscheint. Jetzt schaffe ich es natürlich nicht, hier einen von oben zu erhängen, wo es ein anderer sieht. Weil die nicht ihre entsprechenden Laufbahnen hier abgehen. Wie war das denn noch einmal? Ich habe vergessen, wie man das macht. Fallen lassen, V. Festhalten, okay. Wie lasse ich mich ab? Okay, das war mir nicht klar. Ist auch gut zu wissen. Wie lasse ich mich noch einmal ab? Das Junge, wo klicke ich denn mit der Maus hin? Hm? Wie lasse ich mich noch einmal ab? Nein. Wird es nicht gerade da vorne machen? So lasse ich mich fallen. Wie lasse ich mich denn noch einmal ab? Das kann doch nicht sein. E? Q? Nein, Q ist Gegenstand. Warum kriege ich das denn nicht hier oben angezeigt? Schauen wir doch einmal kurz. Optionen, hier oben. Einstellungen. Nein. Steuerung. Springen, Ninja-Gegenstand benutzen, Kletterhaken. Angreifen, umbringen. Dann, dann, dann. Ist das alles? Ah nein, hier ist nächste. Okay, also nach oben laufen, springen, Ninja-Gegenstand benutzen, Kletterhaken. Angreifen, umbringen. Mhm. Aktion umschalten, fokussieren. Okay. Das bringt mich auch nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich mich ablasse. Verdammte Axt. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Immerhin kommst du noch und bleibst nicht in der Tür stehen. Danke. Oh, leck mich, hey. Das ist jetzt natürlich an einem Schild hier. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt noch besiegt kriege. Aber es sieht so aus. Das war ja wieder ein kompletter Reinfall. Aber sowas von. Aber, oh ja, komm, versteck dich. Sowas von. Oh, jetzt habe ich hier das Problem mit den Treppen, ey. Da
ist so ein Laserstrahl. Einen sollte ich... Okay, hier kann ich die ja gar nicht verstecken. Gut, dann hat sich das ohnehin erledigt. Okay. Dann nehmen wir dich. Ja, das ist das Leben, Leute. Einzigartige Geschichten. Seht mal, ich werde gar nicht mal vom Sensor erkannt. Also was die Markierung angeht. Nicht gerade so wie bisher. Also ich schleppe die jetzt nicht hierher. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf gerade. Und die Tür geht nicht einmal auf. Eventuell ist das sogar mein Vorteil. Hier könnte ich jemanden vor den Augen einer anderen Person aufhängen. Nein, ich möchte da nicht rein, ich möchte da hoch. Hoch. Nein. Junge, geht's da hoch? Wobei wir natürlich wieder das Problem haben, dass ich nicht weiß, wie ich mich abseile. Ja gut, dann lasse ich es eben. Das ist jetzt aber echt ärgerlich. Ja, ist klar. Aber jetzt funktioniert's, ne? Jetzt funktioniert's. Ja, und auch gleich gestorben. Hervorragend. Leute, ich werde hier mal einen kurzen Cut machen. Ich möchte herausfinden, wie ich mich abseile. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Abgesehen davon, dass die nicht rumlaufen, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, weiß ich nun, wie man sich abseilt. Und es ist genau so, wie ich es vorhin probiert habe. Nur hat es offenbar nicht funktioniert. Also gut. Hervorragend. Besser geht es einfach nicht, Leute. Besser geht es einfach nicht. Guckt euch das an. Das ist doch nicht zu fassen. Ich weiß nicht, ob der Meister nun stolz auf mich wäre, dass mir derartiges gelingt. Oder ob es ihm peinlich wäre. So, jetzt nehme ich ein wenig Abstand. Und wie zu erwarten funktioniert es. Erfreulicherweise. So, der Typ steht natürlich im Sensor. Das ist nicht gerade zu meinem Vorteil, aber ich habe hier, wie ich gerade sehe, einen Schalter. Erfreulicherweise hat er sich umgedreht. Nicht umgedreht. Ja, eine Folge mit mehr Glück als Verstand. Das muss man hier mal echt an den Tag legen. Ach, Moment. Okay, also ich lasse lieber das Licht aus, damit die nicht entdeckt werden. Als die Laser. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Da lang. Da haben wir schon die nächste Möglichkeit, uns aufzurüsten. Das wird auch der Moment sein, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei, wenn es erneut heißt, Game Inc. durchgenudelt, Mark of the Ninja. Bis dann.